Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute will ich euch an was teilhaben lassen, wo bei uns neu im Haus ist. Ich habe jetzt gerade keine Anleitung drauf. Muss ich das schwere Box hochheben? Hier. Hat eine kurze Geschichte, die lässt sich schnell erzählen. Meine Oma hat bei einer Tombola mitgemacht und hat das gewonnen. Und dann hat sie es aber nicht gebraucht, weil sie hat noch eine alte von meinen Eltern. Und ich wollte schon seit längerem eine haben und jetzt habe ich eine. Und ich dachte, ich lasse euch heute am Freitag daran teilhaben, wie ich die auspacke. Was ich aber noch vorher erzählen wollte, ganz kurz noch zum Thema am Mittwoch. Ich habe voll vergessen zu sagen, wenn ihr per Briefwahl wählt, dann müsst ihr schneller wählen, als wenn ihr einfach in die Wahllokale geht. Weil das muss ja dann noch über die Post verschickt werden und dann sollte man etwas früher wählen. Deswegen wählen wir wahrscheinlich morgen. Dazu drehe ich dann einen kleinen Blog und den lade ich dann am Sonntag vermutlich hoch. Und ja, dann gibt es vielleicht, da kommt dann auch noch das Video. Ich werde das dann kombinieren mit dem Video von letzter Woche. Bei Isa hat seit letzter Woche ein neues kleines Spielzeug in ihrem Stall. Und das zeige ich euch dann einfach in einem Rutsch. Okay, also fangen wir an. Ich bin total aufgeregt, was in dieser Kiste drin ist. Die ist von irgendeinem Hersteller. nennen wir ihn mal MAC. Die Buchstaben einfach etwas umdrehen, die ersten zwei, dann wisst ihr, von wem es ist. und ja, da haben wir zum einen hier einen Deckel, der nicht stinkt. Also man hat ja oft so Sachen, die Plastik sind, die stinken schrecklich, aber der riecht nicht. Bin ich mal auf jeden Fall angenehm überrascht. Ja, dann, jetzt wäre es nett, wenn meine Mutti mir von der anderen Seite kurz hilft, weil jetzt müssen wir so ein riesen Styropor-Ding hochheben. Und ja. Okay, man kann es auch ziehen, außer natürlich, weil es zerbricht mir jetzt gerade die Packung. Aha, ja. Wir haben es. Und hey, es ist nur ein Styropording abgekracht. Das ist auch schon mal etwas. Gut. Ach du Heuemine. Ich dachte, die Packung wäre schwere. Na, das hätte ich mal früher wissen sollen. Also, hier ist sie. Und jetzt. Also, hier ist ein Ausschalter. Sekunde. Ist ein etwas klobig. Hier ist ein Ausschalter. Oh! Sowas finde ich ja immer ganz praktisch. Schaut mal. Hier ist das Kabel. Es ist so, dass man es sozusagen hier rausziehen kann. Und dann ist hier genug Fläche, dass es trotzdem aufliegt, also gerade aufliegt, aber das Kabel nicht irgendwie unter irgendwas drunter kräht. Das finde ich echt, echt praktisch. Boah, ich hasse es, dass beim iPad das Kabel so mitgeliefert wird und dann aufgerollt ist. Und was dann, wenn man es abrollt, dann irgendwo, wo legt man es dann hin, bitte? Dass es nicht irgendwie kaputt geht, nicht irgendwie falsch liegt. Boah, das finde ich immer unfair. Da wäre ich echt froh, mal über eine Kabel Lagerungsanleitung. Das wäre super. Okay. Ja. Jetzt habe ich überall Styropor. Naja, okay. Jetzt lässt sich das allem Anschein nach in ein echt sauschweres Ding und in ein mindestens genauso schweres Ding aufteilen. Ja, bravo. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Egal, wo ich die hinstelle, es wird auf jeden Fall schwer. Ich habe jetzt überall Styroporreste. Noch so eine Sache, die ich nicht toll finde bei solchen Sachen. Aber hier haben wir jetzt so eine Fläche. Bloß eine süße Schraube, die ein bisschen aussieht wie eine Blume. Riecht aber nicht. Naja, ich muss aufhören immer zu hoffen, nur weil was eine ähnliche Form hat, dass es automatisch auch gleich schnuppert. Na gut. Gut. Dann haben wir hier jetzt noch ein Objekt, was sich nicht auspacken lässt. Na, also wirklich.
sind jetzt gar nicht cool. Noch mehr Styroporreste für meine Finger. Ja, und hier haben wir jetzt... So ein... Okay, Moment, in dem man sich wieder König der Welt fühlt. Jetzt gerade. Das sind Kleinigkeiten, die einem echt Freude machen. Was einem keine Freude macht, ist, wenn es noch mehr Styropor drauf ist. Aber okay. Da haben wir hier so eine Glasschüssel. Die kann man auch so wie als Dutt tragen. Das sieht aus wie so ein... Ach, wie heißen die? Ein Filz, genau. Ich muss meinen Vater überzeugen davon, dass er mir das mit roter Farbe ansprüht. Dann kann ich das als Filz tragen. Weiß ja keiner. Okay, das kommt dann allen Anschein nach so drauf und dann haben wir... Okay, wir haben identifiziert, was das schwerste Objekt dran ist. Das ist nicht, aber... Das ist jetzt so ein Rührding, damit wird dann am Ende gerührt. Habe ich eigentlich schon erzählt, was es überhaupt ist? Meine Mutter schüttelt gerade mit dem Kopf. Wir haben uns eine Eismaschine gewonnen. Wir haben eine Suppi-Eismaschine gewonnen, mit der können wir jetzt Eiscreme selber machen. Es tut mir leid, ich habe das jetzt irgendwie mal wieder voll verpeilt. hier wird dann das Eis damit gerührt so. Ja, kann man irgendwie nicht mehr dazu erzählen. Hier im Deckel ist noch so ein Loch drin, da kommt dann später der da drauf. Wieso sind diese... Also da wäre jetzt so ein Widderhaken praktisch, damit das nicht wegfliegt oder so. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie es Flügel kriegt und so wegfliegt. Okay, ich hoffe, mir mal das bildlich vorzustellen. Müll. Und... sauschweres Ding, mit dem man dies nicht machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hört, aber das kluckert echt krass. Innen drin haben wir eine arschkalte, entschuldigt, echt die Platte hier drin. Aber wenn das Wasser noch nicht mal... Was? Die kippt raus. Meine Mutter sagt mir gerade, es kippt raus, aber... Echt jetzt? Okay. Da drin ist diese dunkle Platte und die ist echt schon kalt, obwohl es noch nicht mal irgendwie im Gefrierfach war oder so. Okay, das ist jetzt natürlich echt cool. Meine Mutter hat mir das jetzt gerade mit einem Handzeichen gezeigt. Das habe ich jetzt nicht selbst gefunden. Aber hier haben wir so ein Eimerchen, das ein bisschen aussieht wie... Ja, sorry, aber es sieht aus wie so ein Mülleimer. Also ganz ehrlich, das können wir uns auch auf den Boden stellen und da Papierkorb draus machen. Der einzige Unterschied ist dieses wunderschöne Blumenmuster hier hinten drin. Und da innen drin ist auch nochmal eins. Und der wichtigste Teil ist wohl das hier, womit man hört man, also ich hoffe jetzt, dass man es hört, aber da ist Wasser drin und das kommt dann ins Kühl- oder Eisfach, besser im Eisfach und boah, das ist echt kalt, warte mal, damit ich meinen Zeugen habe, wie meine Mami. No. Ist kalt, also dafür, dass es gerade... bei mir in der Wohnung stand die ganze Zeit 2 Tagen und hier ist es immer ein bisschen wärmer als draußen. Das ist jetzt so ein toller Spruch wie, es ist immer heller, es ist immer draußen dunkler als drin. Also, das ist auch mal wieder so ein... Ja, ist es echt noch kühl und ja. Wir geben jetzt dieses Teil meiner Großmutter, weil die hat ein Eisding. Und wir haben das nicht und hoffen dann, dass dieses Kluckergeräusch dann aufhört. Und ja, dann hoffen wir, dass wir bald Eiscreme machen können, weil wir haben natürlich mal wieder kein Eisfach. Elena will eine Eismaschine ohne Eisfach. Das war so typisch Elena. Elena möchte unbedingt, also ja. Gut. Damit wart ihr dabei, wie ich unsere neue Eismaschine ausgepackt habe, bei der ich übrigens noch null Ahnung habe, wo wir sie hinstellen. Das wäre dann übrigens dann Problem Nummer 3. Aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gut.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann lasst mir einen Daumen nach unten da. Ich entschuldige mich übrigens, dass ich euch nicht direkt anschaue, aber die Kamera, die ist auf der Seite und da immer hinzustarren, das kommt einem voll komisch vor. Und dann kriegt man auch irgendwie voll den Dreher in den Augen. Also entschuldigt. Ich entschuldige mich auch noch kurz dafür, dass das Video heute so spät dran ist, aber ich bin eingepennt. Ich gebe es zu, ich bin einfach eingepennt. Ich bin eingepennt um 17 Uhr und dann war es plötzlich 18 Uhr und jetzt ist es schon 20 und okay, gut. Ja, falls euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt für Eis, was man in die Eismaschine reinstopfen kann, weil ich habe auch keine Ahnung, wie man Eis macht oder was für Eis man machen kann, so. Ja, aber ich habe eine Eismaschine. wenn du jetzt mal nicht auf, könntest du mal aufhören mit diesen Drehbewegungen, das macht einen voll, das lenkt voll ab. Entschuldigt, meine Mutter macht im Hintergrund Drehbewegungen und die lenkt mich ab. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh Mann. Ja, falls ihr Fragen habt oder wie gesagt Ideen für Eiscreme oder irgend sowas, werde ich euch übrigens auch mal ein Video dazu drehen, wie ich dann Eiscreme mache. schreibt es mir in die Kommentare. Weil alles, was ihr mir in die Kommentare schreibt, hilft mir, euch zu helfen, die Sachen oder diese Thematik besser zu verstehen. Oder eben eine Idee zu kriegen, was ich für Eis da reinmachen kann. und falls ihr mich keinen YouTube-Account habt, könnt ihr mich auch über Facebook anschreiben oder über Twitter. Oder eben auch gerne per E-Mail. Das ist dann die Bell von friedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder ins Bett zurückgehen, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Und pennen. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Ciao. Oh Gott.